Ich behaupte, da ist irgendetwas in deinem Kopf, in deinem Denken, in deinem Bauch, in deinem Gefühl, was du nicht kontrollieren kannst. Es gefällt dir nicht, dein Leben nicht in der Kontrolle zu haben. Denn du lebst wirklich in der täglichen Illusion, in dem Wachtraum, du hättest Kontrolle über dein Leben, über deine Gedanken, über deine Gefühle, über alles, was dich bewegt. Du weißt, dass du irgendwo kein freier Mensch bist, sondern ein Sklave. Ein Sklave deiner Gedanken, deiner Gefühle, deiner Glaubenssätze. Aber wenn ich dir irgendwie helfen kann, das in dir freizulegen, was du wirklich bist, dich anzuschließen an dein Überbewusstsein, an eine höhere Macht, wenn du so willst, dein wahres Selbst, dein essentielles Selbst zu entdecken, freizulegen und dann konsequent und zunehmend zu leben. Jeden Tag ein wenig mehr, dann wird es hier eine sehr, sehr spannende Reise und dann hat sich auch dieser Besuch für dich gelohnt. Danke, dass du da bist und danke, dass du du bist. Endlich, endlich, nach all den Jahren verstehe ich das. Endlich erklärt mal alle Zusammenhänge. Endlich mal einer, der weiß, wie es läuft. Nicht einer, der so tut, sondern der es einfach erklärt und auf den Punkt bringt. Genial. Es geht wirklich tiefgehender und das unterscheidet sich wirklich von anderen Coaches. Da steckt eine Mission dahinter, also eine Berufung, möchte ich schon sogar sagen. Und das ist spürbar von Anfang an. Alles, was Orlando versprochen hat, hat er eingehalten, sogar viel mehr. Er reicht dir seine Hand und sagt dir, hey, hier, du kannst meine Hand nehmen und dann führe ich dich durch deine Schatten und durch deine Ängste, mache eine Reise mit dir durch deinen ganzen Körper, durch deine Vergangenheit. Eine Eiche, ja. Ja, ist eine Eiche. Ja. Gibt wahrscheinlich wenige von seinem Schlag und bin froh, dass ich ihm begegnen durfte. Ja. Hallo, ich bin Orlando Owen, Deutschlands führender Männlichkeitscoach und Mentor. Ich veröffentliche jede Woche spannende Videos zu Themen wie Männlichkeit, Beziehungen, Mannwerdung, Selbstbewusstsein und Selbstwertgefühl und natürlich auch zu vielen anderen interessanten und für dich möglicherweise wichtigen Themen. Um keine Videos zu verpassen, abonniere jetzt bitte meinen Kanal und aktiviere die Glocke. Es könnte dein Leben verändern. Ich habe auch viel ausprobiert im Vorfeld und Orlando war der Erste, dem ich wirklich zugehört habe. Dieser Mann hat eine Ausstrahlung, man erkennt ihn auf 60 Meter. Das ist Orlando und ich habe so eine Ausstrahlung bei niemandem sonst so krass kennengelernt wie bei ihm. Ich habe noch niemanden erlebt, wo es aus reinstem Herzen rausmacht. So, und das hat man bei ihm gemerkt.